Hallo, in unsere Überlegungen, wie man das Lied Alle meine Entchen am besten harmonisieren kann, möchte ich nun einen weiteren Aspekt mit einführen, nämlich die sogenannten Sextakkorde. Was ein Sextakkord ist, das findet ihr auch in den Videos zu den Umkehrungen der einzelnen Akkorde. In dem Fall heißt es, dass nicht der Basston gleichzeitig auch der Grundton ist, sondern dass der Basston die Terz des Akkordes ist. Bei einem C-Dur-Akkord demnach das E und nicht das C. Diese Sextakkorde sind vor allem deswegen interessant, weil sie dazu führen, dass man eine schöne sangliche Basslinie in der Regel reinbekommt und damit diverse Sprünge vermeiden kann. Sie schaffen aber auch gleichzeitig das Problem, dass man damit schnell wieder Quint- oder Oktavparallelen erzeugen kann, die man ja eigentlich vermeiden will. Und wie man das dann im Einzelnen macht, schauen wir uns an. Wir hatten im letzten Video, ich hole das nochmal her, hier schon mal Akkorde bestimmt, die für das Lied Alle meine Entchen geeignet sind. Und jetzt habe ich das mal hier in einen vierstimmigen Satz, so gut es eben ging, ausnotiert. Mein liebes Whiteboard mag heute nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Und das ist jetzt folgendes. Ich spiele das an. Ja, bleiben wir mal nur in dieser Passage. Und jetzt habe ich mal schon ein paar Stellen markiert, wo sich ein Sextakkord anbieten würde. Zum Beispiel gleich der zweite Akkord. Das heißt, die Prämisse ist, wir suchen eine Wendung, eine Verbindung, wo wir zum Beispiel Basssprünge vermeiden können. Und hier geht es ja schon los. C, F. Das ist ja schon ein ziemliches Gehoppel. Und das kann man mit einem Sextakkord ausbügeln. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Diesen Sprung vermeiden wir, indem wir im Bass eben nicht mehr das G setzen, sondern den Terzton von G-Dur, das ist das H. Also machen wir hier mal ein H rein, so das Whiteboard will. Ja, das heißt aber im Umkehrschluss, dass dieses H, was ja momentan dasteht, rausfallen muss. Und dieser Terzton von oben muss demnach ersetzt werden. Üblicherweise wird der ersetzt gegen den Grundton, den man ja unten gestrichen hat. Manchmal kann es aus stimmführungstechnischen Gründen auch nötig sein, dass man stattdessen die Quinte nimmt oder sogar, das wäre jetzt ein Extremfall, den wir wahrscheinlich am Ende des Stückes kennenlernen, dass man den Grundton sogar mal verdreifachen muss und die Quinte ganz rauslassen muss. Aber das ist dann schon wieder ein speziellerer Fall. So, das heißt, ich habe meinen ersten Akkord, ich gehe wieder tiefer. Und beim zweiten Akkord habe ich diesen Terzton im Bass und habe den gestrichen und muss stattdessen ihn ersetzen. Jetzt kann man gucken, wie es besser ist. Wir werden hier jetzt eine Doppelung haben, also zwei Stimmen auf einem gleichen Ton und wahlweise könnte man jetzt eben hier ein G stattdessen schreiben oder ein D. Und wir haben jetzt an dieser Stelle, wieder mal unser Schulgong, wir haben jetzt gesehen, dass wir stereotyp erst einmal den Grundton verdoppeln. Demnach schreiben wir hier ein G rein in den Alt. Und hier wird man feststellen, dass das G hier aus dem Alt und aus dem Tenor zwar das gleiche ist, dass hier, ich wollte das ja eigentlich rot machen, ist ja interessant, dass hier aber im Bass schon ein unliebsamer Sprung weggefallen ist. Und wenn man sich jetzt nochmal das hier anguckt, sieht man gleichzeitig auch, dass im Alt demnach die Stimme überhaupt keine Veränderung hat. Sie bleibt von G auf G. Man muss es ja auch ein bisschen am besten chorisch denken, immer wie eine Singstimme das Ganze umsetzen würde. Ja, dann müsste man nur noch checken, ob irgendwo Parallelen drin sind. Und dann sehen wir hier eine Quarte und hier von D zu G eine Quinte. Also hier kann es schon mal keine Quintparallele sein. Parallelen überprüfen heißt wirklich jeder mit jedem abchecken. Das heißt, Sopran zu Alt passt.
Sopran zu Tenor, passt auch. Hier haben wir einen Terzsprung und hier haben wir einen Sekundensprung, von daher kann es schon mal keine Parallelführung sein. Sopran zu Bass passt sowieso, weil es ja in verschiedenen Richtungen geht. Jetzt kann man noch Sopran zu, genau, Sopran Tenor hatten wir schon. Jetzt müsste man noch Alt zu Bass überprüfen, geht aber auch. Also der Alt bleibt ja gleich bleiben, von daher kann in dem Sinne da jetzt gar keine Parallele entstehen, weil der Bass sich bewegt. Der Tenor ist in Aufwärtsrichtung, das heißt, alle Stimmen untereinander abgecheckt ergeben keine Parallelführung. Damit ist diese Ausführung richtig. Notieren würde man das jetzt folgendermaßen. Man schreibt, ich habe das immer in Blau gemacht, gell? Ja. Man schreibt hier das C-Dur, das ist jetzt quasi die Kurzschrift, um sich die, diese vierstimmige Notation zu sparen. Und hier wäre das jetzt ein G-Dur mit Terz im Bass, die wir einfach drunter mit einer 3 kennzeichnen. Das heißt mit Terz im Bass. Ja, dann klingt die Passage folgendermaßen. So, jetzt haben wir eine weitere Überlegung. Ich würde nämlich gerne auch an dieser Stelle bei diesem F-Dur-Akkord einen Sechstakkord einbauen. Wir haben jetzt bisher das. Ein bisschen entschärfen und hier wieder ein A in den Bass nehmen. Also die Terz. Die fügen wir hier jetzt mal ein. Wir machen das F weg und fügen stattdessen das A ein. Damit ist dieser ursprüngliche Quintsprung auch nicht mehr da, sondern es ist eben eine Terzbewegung. Und jetzt sehen wir aber gleichzeitig, dass wir uns ein Problem ins Haus geholt haben. Ich habe ja noch nichts korrigiert, weil damit zwischen A und C und hier zwischen A und C diese Oktavparallele entstehen würde. Die wollen wir jetzt natürlich weg haben. Wie kriegt man die weg? Wir hatten ja unsere Überlegung schon gehabt. Wir ersetzen Stereotyp den Terzton, der zuvor da gestanden hat, den wir jetzt im Bass platziert haben, gegen den Grundton. Und jetzt geht wieder das gleiche Spiel los. Ich muss gucken, was ist vorher und was ist nachher. Haben wir irgendwo eine Parallelbewegung? Das kann man ja auch schon so optisch ein bisschen abgrasen. Und da stellen wir fest, das klingt folgendermaßen. Dass es zwar diese Parallelbewegung so nicht gibt, aber dass es stimmführungstechnisch nicht ganz schön ist. Aus diesem Grund würde ich jetzt vorschlagen, dass wir hier uns überlegen, ob wir diesen Akkord entweder in eine andere Lage bringen, also in eine weite Lage zum Beispiel, oder ob wir nicht besser einen ganz anderen Akkord verwenden würden. Und da würde sich jetzt, das sage ich jetzt einfach mal so, der G-Dur-Akkord anbieten. Dann hätten wir dieses Szenario. Jetzt male ich das gerade mal rein. Also diesen C-Dur lassen wir jetzt mal verschwinden. Machen stattdessen einen G-Dur-Akkord. Wenn denn die Technik auch einen G-Dur-Akkord malt. Ja, schaut gut aus. Also hier natürlich der Hals. Ja, und wenn man das dann betrachtet, sieht man schon gleich was relativ Unschönes. Wir haben nämlich hier jetzt zum Beispiel einen Tritonus produziert zwischen F und H. Der macht sich gar nicht gut. Das zum einen. Also diese Bewegung da. Also das funktioniert schon mal nicht. Gleichzeitig, wenn ich es jetzt hier umstellen würde und sage, okay, ich gehe hier auf das G, kriege ich ein Problem, weil ich dann F, G als Parallelbewegung zum Sopran habe. G
Geht also auch nicht. Das heißt, es kann sein, dass ich infolge dieser Erkenntnis nochmal an meinen Vorgängerakkord ran muss. Und hier gibt es jetzt zum Beispiel einen Trick, diesen Vorgängerakkord nochmal zu verändern, indem wir ausnahmsweise mal eine Terz verdoppeln und nur einen Grundton dastehen haben. Das heißt, diese Terz, die wir ja im Bass als Sechstakkord eben eingefügt haben, das wäre dann übrigens ein F-Dur-Sextakkord, wird jetzt im Tenor nochmal verdoppelt statt des Grundtons oder der Quinte und dann entsteht Folgendes. Und diese harmonische Verbindung ist garantiert parallelenfrei. Ja, jetzt haben wir hier unser G-Dur und könnten das wieder abmildern, was die Bassbewegung angeht. Also es ist ja, oh ja, da müssen wir natürlich eine halbe reinmalen. Also es sind alles halbe Noten. Oh, das wird jetzt ganz schön hässlich. Also halbe Noten, so schnell haben wir halbe Noten, schaut nicht mehr schön aus, aber jeder weiß, was gemeint ist. Das könnten wir jetzt wieder abmildern, diesen Sprung dieser Quarte, indem wir hier nochmal einen Sextakkord auf die zweite Zählzeit zwischenschalten. Damit darf ich natürlich hier mein zuvor vergrößertes G wieder einkreisen. Habe aber jetzt gleichzeitig wieder das Problem, dass ich diese Parallele produziert habe, weil momentan hier noch die Terz verdoppelt ist. Können wir aber auch da wieder abmildern, indem wir einfach sozusagen so Tenor und Bass einmal austauschen und in den Tenor eben den Grundton reinsetzen, hier auch wieder ausmalen und dann kommt folgende Bewegung raus. Die ist natürlich jetzt stimmführungstechnisch auch nicht ganz schön, weil wir jetzt hier wieder springen. Also könnte man hier wieder überlegen, ob man vielleicht noch ein bisschen entzerrt. Das wäre jetzt das Stichwort der weiten Lage. Weite Lage, ich habe es auch schon mal in einem Video erklärt, heißt, dass ich akkordeigene Töne zwischen denen letztendlich noch habe, die ich aber nicht verwende. Das würde dann konkret hier so aussehen. Ich mache hier mal, mache hier diesen Teil mal weg und baue jetzt da einen C-Dur-Akkord in weiter Lage. Also das G haben wir oben. Das E wäre jetzt ein akkordeigener Ton, den lassen wir aus. Nehmen als nächstes das C. Jetzt haben wir G und C. Dann brauchen wir noch ein E. Und wieder das C als Grundton. Und damit kommt jetzt Folgendes raus. Das führt natürlich zu einem weiteren Problem. Man könnte meinen, Tonsatz besteht nur aus Problemen, aber ganz so wild ist es jetzt dann doch nicht. Dass wir hier zu unserem F-Dur-Akkord, den wir so schön gesetzt haben, auch wieder aus der weiten Lage im Grunde nicht so leicht in die enge Lage zurückspringen können. Zäsur jetzt mal hin oder her, es ist einfach nicht sanglich. Also sind wir hier mehr oder weniger gehalten, diese weite Lage beizubehalten. Und, ich meine, der Rahmen ist ja weiterhin bestimmt. Und hier in der weiten Lage F-Dur fortzusetzen. Dann würde das Ganze, ja, also hier sind natürlich, ich habe ein bisschen Abbreviaturen gemacht sozusagen. Das sind natürlich jetzt die vier einzelnen Viertel, die ich jetzt nicht mehr ausschreibe. Dann wird daraus Folgendes.
Wir sind bei F-Dur in weiter Lage, haben das also umgeschichtet. Dieses F hier, was zwischendrin wäre, lassen wir aus, springen hier aufs C, sind damit auch gleichzeitig auf dem gleichen Ton zum Vorgängerakkord, haben hier nur einen Sekundenschritt im Tenor und im Bass haben wir in dem Fall jetzt ja ein 5, eine Quinte, die wir in dem Fall mal in Kauf nehmen. Also Quintsprünge sind noch was relativ Gangbares, es sei denn, es geht jetzt permanent hin und her. Also wie gesagt, dom, bom, 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 hier so, dass dieses Gehüpfe permanent ist dann eigentlich das Problem. Ja, und das führt natürlich dazu, dass wir am Ende auch noch den Schluss C-Dur-Akkord auch noch in Weidelage setzen müssen. Wenn wir denn den Stift haben. Und dann schaut das Ganze. Ja. Heute mag mich das Whiteboard nicht. So aus. Ja. Ich glaube, ich rede schon wieder ziemlich lang. Deswegen würde ich das erste Mal hier so stehen lassen. Und aber noch kurz ergänzen. Hier haben wir kurz einen G-Dur-Sext-Akkord eingeschoben. Na komm, mal die 3. C-Dur normal. Und hier haben wir jetzt F-Dur in weiter Lage. Ich kenne persönlich keine Abkürzung für weiter Lage. Kennt die jemand? Man könnte höchstens ein kleines W unten drunter schreiben, um es nicht zu vergessen. Und dann natürlich auch C-Dur in weiter Lage. Ja, es geht ja letztendlich darum, dass wir dann am Ende mit den Akkorden nur stenografieren müssen, was wir dann hier spielen, um das dann auch nicht mehr auszuschreiben. G, G mit Terz und C in weiter Lage. Ihr seht, wenn ich einmal in der weiten Lage bin, komme ich da so leicht nicht mehr raus. Allerdings wird uns ja gleich im zweiten Teil die Melodie entgegenkommen, indem die abwärts geht und dann kann man sozusagen wieder zurückbauen und kommt wieder brav dann auf einem engen C-Dur-Akkord raus. So viel bis dahin.